Endlich ist es soweit. Am 28. April öffnet die Landesgartenschau ihre Türen. Vor einem Jahr haben wir angefangen, die Landesgartenschau filmisch zu begleiten. Gerade schneiden wir die besten Szenen unserer neuen Filme für euch zusammen. Was meinst du, Daniel? Womit fangen wir an? Ich würde sagen, dass wir erst einmal ein paar allgemeine Informationen über die Landesgartenschau geben. Ja, das ist eine gute Idee. Beginnen wir also mit dem Interview mit dem Geschäftsführer, Herrn Heinz. Was ist das Konzept der Landesgartenschau 2012? Das Konzept der Landesgartenschau Löbau. Also wir haben ja dieses schöne Motto, auf kurzem Weg ins Grüne. Das heißt, es ist ein Gelände dieser Landesgartenschau, das sehr nahe an der Innenstadt ist. Und wir versuchen mit dieser Landesgartenschau zwei alte Industriebrachen, das Gelände der Zuckerfabrik und das Gelände der Lautex, wieder in ein erlebbares Gelände umzuwandeln. Können Sie uns eine Aussage über die Kosten machen? Klar. Kann ich. Wir haben zwei verschiedene Haushalte. Es gibt also einen sogenannten Investitionshaushalt und einen Durchführungshaushalt. Der Investitionshaushalt beläuft sich in Löbau auf etwa 8,4 Millionen Euro. Von diesem Durchführungshaushalt, der sich etwa auf 5 Millionen Euro beläuft, muss die größte Summe durch die Eintrittsgelder wieder zurück refinanziert werden. Am 7. Mai öffneten die Veranstalter der Landesgartenschau die Türen der Baustelle für die interessierte Bevölkerung. Bei herrlichem Wetter und guter Stimmung nutzten zahlreiche Besucher die Möglichkeit, eine Führung über das Gelände in Anspruch zu nehmen. Was erwarten Sie sich von der Landesgartenschau? Schöne bunte Flächen und auf jeden Fall viele Besucher. Es wird erstmal ein Gelände neu gestaltet, was andernfalls dem Verfall preisgegeben wäre. Dass das ein wunderschönes Naherholungsgebiet werden wird. Was ist mit dem musikalischen Paten? Da können wir doch als nächstes reinschauen. Ja, das ist gut. Und wenn wir schon mal bei Kultur sind, zeigen wir doch gleich noch die Theatergruppe der LGS. Sie sind, wie gesagt, der musikalische Pate. Was ist das für eine Aufgabe? Oh, da bin ich sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Also ich freue mich erstmal sehr, sowieso in diesem Thema mit verwachsen zu sein. Ich hatte ja schon mal vor 12 Jahren die Gelegenheit, gar nicht weit von hier in Zittau, die Gartenschau zu präsentieren im MDR-Fernsehen. Und diesmal ist es für mich so eine Gelegenheit, einfach musikalisch dabei zu sein, präsent zu sein, wenn Veranstaltungen stattfinden, so ein bisschen, ja, so ein Gesicht zu zeigen. Und das ist für mich eine schöne Aufgabe. Wir werden uns heute zum ersten Mal zusammensetzen und vielleicht auch ein bisschen spinnen, was man da so alles machen kann. Und ich denke, da wird jeder so seine Vorstellungen mit einbringen und mal sehen, was wir alles Schönes zusammenbekommen. Würden Sie auch privat auf eine Gartenschau gehen? Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein ganz großer Gartenliebhaber. Mit der Landesgartenschau wird ja auch ein Veranstaltungshaus eröffnet. Wie wird das nach der Landesgartenschau noch genutzt? Das Veranstaltungshaus konkret wird eine Mehrzweckhalle sein, die eine Dimension von 100 Meter Länge, 40 Meter Breite hat, also eine ganz große Grundfläche zur Verfügung stellt mit Platzkapazitäten von bis zu 4000 Besuchern. Diese Halle eröffnet der Gartenschau und darüber hinaus natürlich dann in der Nachnutzung Löbau und der Umgebung ganz andere Möglichkeiten, kulturelle Live-Acts herzuholen. Auch das Vereinsleben entsprechend zu begleiten und neue Möglichkeiten zu erschließen. Wir werden einfach feststellen, was kommt bei unseren Besuchern an. Und diese Dinge sind natürlich dann in der Weiterführung für 2013 und darüber hinaus interessant. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Landesgartenschau? Ach, das war ganz interessant. Der Herr Birnbaum, der arbeitet ja jetzt dort in der Geschäftsführung mit. Und ich, wir kennen uns sehr lange, wir haben mal ein bisschen eine Spinnstunde gemacht und haben gesagt, wenn schon Löber die Gartenschau kriegt, müssten wir knallermäßig was Besonderes machen. Und da habe ich gesagt, dann könnten wir doch eigentlich ein Landesgartenschautheater gründen.
Und das war die Geburt. Und dann haben wir am 24. Januar eine erste Zusammenkunft gemacht und haben auch ein bisschen gelacht, weil manche so die Vorstellung hatten, die wären jetzt Künstler. Ich hatte aber reingeschrieben, ich heiße nicht Dieter Bohlen, ich mache auch kein Casting, sondern ich werde je nachdem, wie jeder möchte, so nach den Fähigkeiten einsetzen. Wie sind Sie denn auf dieses Theaterstück gekommen? Eigentlich durch unsere Regisseurin, durch die Frau Schubert. Angefangen haben wir mit einem anderen Theaterstück, nämlich Schutz und Trutz, was von der Gründung der Oberlausitz handelte. Und sie hat uns gefragt, wer denn Lust hätte, auch bei einem Kinderstück, was richtig typisch für die Landesgartenschau ist, mitzuspielen. Ja, hatte ich Lust. Mit Freude, Spaß und Bühnenstress, so werden wir für LBS. Und der Herr Heinz hat uns doch über das Gelände geführt. Das war auch sehr interessant. Wir sind hier auf einem sehr originellen Sitzplatz. Was ist die Funktion dieser Hügel? Ja, wir sind hier in einem kleinen Spielbereich im Gelände der Landesgartenschau. Wir haben hier 5 alte Absetzbecken. Hier wurde das Rübenwaschwasser gesammelt. Und in den ersten beiden Becken haben die Architekten 2 Spielbereiche eingeplant. Und wir sitzen hier im Reich der Zuckerhügel. Hier wurden die Zuckertüten ausgekippt. Und deshalb sieht es so aus mit den kleinen Hügeln, als ob hier eine Zuckertüte liegt. Und was ist für die restlichen Becken geplant? Das dritte Becken ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt und zur anderen Hälfte geht es dann in eine Kiesfläche über, die bepflanzt ist. Und die 2 großen Becken am anderen Ende, die sind komplett mit Wasser befüllt. Mhm. Dort haben wir Seerosenpflanzungen drin, dort haben wir einzelne Pflanzstellen mit Iris und haben einen alten Bestand mit Schilf und mit diesen Rohrkolbenpflanzen drin vorgesehen. Und das Schöne ist, dieser Steg, über den wir gerade in diese Spielplatzfläche gekommen sind. Dieser Steg zieht sich bis zum übernächsten Becken durch. Man kann also über den Steg übers Wasser laufen und hat so eine besondere Atmosphäre. Was sehen wir hier im Hintergrund? Ja, wir sind hier auf dem sogenannten Zuckerplateau und im Hintergrund der Rübentower, so haben die Architekten das genannt, so ist das letzte Relikt von der Rübenwaschanlage hier. Hier wurden die Rüben gewaschen, das Rübenwaschwasser dann abgeleitet nach unten in die Absetzbecken. Und man sieht hier diese Pflanzgruben, es sind insgesamt, glaube ich, 20 Pflanzgruben, die gemacht wurden. Hier wird Zuckerahorn gepflanzt, also ein Baum, der dann auch durch seine Art wieder auf die alte Industrie hinweisen soll. Gutes Sehen gab es doch auch bei der Dankeschön-Veranstaltung des Oberbürgermeisters. Stimmt, also Film ab. Ich begrüße vor allen Dingen die Mitarbeiter der Baufirmen, die jetzt direkt hier zur Gartenschau gebaut haben. Ich bitte alle, sie verewigen sich mit Namen auf dieser Tafel. In welchen Bauabschnitten oder Objekten waren Sie hier beteiligt? Nur hier in der Zuckerhalle war ich beteiligt bis jetzt. Und Ihre Aufgabe dabei war? Die Elektroinstallation hier in den Räumen. Aufschlussreiche Informationen gab es auch vom Herrn Große, dem Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Oberlausitz. Und weißt du, was uns dann noch fehlt? Na klar, das Vöckchenmobil. Wir sind der Außendienst der Region. Wir kümmern uns also darum, dass viele Leute in die Region kommen, sowohl mit dem Bus, mit Reisegruppen, als auch individuell. Die Landesgartenschau spielt eine zentrale Rolle bei der Vermarktung der Oberlausitz. Das ist einfach ein Reiseanlass. Und man braucht, um diese einzigartige Region sowohl kulturell als auch aktiv erschließen zu können, immer wieder als Gast auch einen neuen Anlass, um herzukommen. Was hat das Projekt Feuerlesebus oder Flöckchenmobil damit zu tun? Wir haben uns überlegt, dass gerade auf dieses soziale Projekt, auch besonders in der Region, mit irgendwas Besonderem, was zu unserem Tagesgeschäft passt, aufmerksam gemacht werden sollte. Und so sind wir auch zu dem Bus gekommen. Und der wird dann im gesamtdeutschsprachigen Raum unterwegs sein. Natürlich jetzt im Rahmen der Landesgartenschau erstmal auf Löwer und die Region aufmerksam machen. Und nach der Landesgartenschau dann die Leute dazu zu animieren, sich auch damit zu beschäftigen, wie geht es dem Nachbarn, was macht mein Nächster oder wo kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Eigenschaften am besten helfen. In dem Bus hier stecken reichlich 1000 Arbeitsstunden. Dazu kommen zusätzlich die Arbeiten, die die Lackierer gemacht haben. Auch das war bis jetzt also eigentlich alles ehrenamtlich. Und was ist Ihr persönlicher Bezug zur LGS? Mein persönlicher Bezug zur LGS ist, es ist klasse, dass endlich was in Löber passiert. Es ist klasse, dass was in der Region passiert. Und dass im Rahmen dieser Landesgartenschau sich Löber derartig gewandelt hat, dass hier Bewegung reinkommt, dass ich einfach sage, da gehören wir dazu. Wir sind Löber und da machen wir mit. Das war ein kleiner Einblick in unsere Arbeit des letzten Jahres. Euer Gartenschlauch-TV-Team wünscht euch viel Spaß auf der Landesgartenschau.